Naja, von mir bekommst du ja schon den ganzen Feedback so, weil ich meistens die Folgen bei dir gucke. Genau. Ja, Andricardo unterstützt das auch. Zitrisch ist doch in Hasenjahren. Ja, stimmt. Die angemerkt. Ja, ich habe sogar angemerkt, dass du das spielen kannst. Ja, ja, Herr Hase würde wirklich? Das auch unterstützen. Okay, Herr Hase würde es auch unterstützen. Das sind ja schon mal zwei. Sonne, Mond und Wolken. Ach Gott, ich sehe das schon wirklich kommen. Weißt Sonne, Mond und es Uranus. Ja den, es gibt ja den Boss, den Boss, oh Gott. Es gibt auch den Legendary von Sun und den Legendary von Moon, ne? Und sie werden sich irgendwie streiten, genau wie Seko und Rechira etc. Und dann kommt Rayquaza. Nee, dann kommt Rayquaza. Grundsätzlich sollst du das LPen, was dir Spaß macht. Ich hasse solche Sätze. Tut mir leid, Mr. T, aber ich finde das so. Ich möchte ja wissen, was auch mal die Leute gern sehen möchten, weil wenn ich was vorschlage, dann macht's mir sowieso schon Spaß. Da ist mir das völlig egal, wenn jemand sagt, mach, was dir Spaß macht, weil es macht mir ja schon Spaß. Oh, Pokémon Stern. Das wäre auch eine Idee. Was? Ich will nicht Superman 64 spielen. Das ist was ich nicht haben will. Pokémon Datencloud Edition. Jetzt in digital. Stern ist doch zu offensichtlich. Ja, aber Moment, welches Team gibt's denn dann in Pokémon Sun and Moon? Ich glaube, es wird eine Rückkehr geben von Team Galaxy. Galactic. Keine Ahnung, also ehrlich gesagt verfolge ich die Pokémon-Spiele nicht. Ich verfolge wenigstens den Prozess. In den ersten Generationen, aber. Wir werden hier da immer ist solche, die Spinneninsel. Wir werden immer solche Sachen hier von wegen, dein Spiel doch Edna spricht aus. Das sind Sachen, die habe ich nicht selber vorgeschlagen. Mimimi. Pokémon Galaxy. Gar ja, nicht von Mario Pokémon gesehen. Galaxy. Da kann man auch einen Yoshi bekommen. Genau. Ich möchte, dass du die nächste Stätte des Bösen findest und mir dann berichtest. Oh ja, Pokémon Datenklau Edition. Spiel jetzt Team Rocket oder Team Plasma. Ich würde wirklich gerne ein Pokémon-Spiel haben, wo man, also ein richtiges, echtes Pokémon-Spiel, kein ROM-Hack oder sowas, wo man als, Böser. Ja, wo man auch mal als Böser spielen darf. Ich meine, ich fand ja schon witzig diesen Part in den Pokémon Gold und Silber Remakes. Was? Achtung, tolle Musik voraus. Ah, okay, Achtung, tolle Musik voraus. Nein, in Pokémon Gold und Silber, wo man als Team Rocket Mitglied spielen durfte, da gab es so einen Typen, der hat gesagt, ja, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt mal erstmal in Ruhe hinsetzen und nochmal ganz... ja, ganz, genau. Ja, ganz, ganz langsam meinen Sinneswandel überdenken. Ich finde das herrlich, wie die Leute auf einen reagieren, wenn man dann, ja, Team Rocket Mitglied ist. So, jetzt machen wir mal weiter hier. Weiter hier. Du bist. Ich hab gesagt, du bist. Hallo? Ich hab doch schon gelesen. Hast du schon? Och man, ja. Sag mir das doch. Entschuldigung, ich passe irgendwie nicht auf. Jetzt bist du. Ich meine, Risky, ich habe mich gefragt, woher weißt du eigentlich so viel über den Pirate Master? Sag, er ist mein Ex. Super Mega Schurke. Hä? Sag mir, wenn die coole Musik kommt, die Light hier vorausgesagt hat, dann kann ich mithören. Okay. Er war mein Mentor. Was ist ein Mentor? Das ist dieses komische Zeug hier. Wenn du schlechten Atem hast, dann nimm einen Mentor und... okay. Ja, und wenn du Mentor mit Coca-Cola mischst, dann gibt's da... Mentors. Oh, stimmt, ja. Ein Mentor ist sowas wie ein Lehrer. Also er ist so Professor Layton für Luke.
Sie ist seine, ihr Lehrling, sein Lehrling, seine Lehrlingin. Oh Gott. Seine Lehrlingere, le, Lingelere, le, okay, le, ist gut. Okay. Schlingere, le, 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 le. Sie war seine Sexsklavin. Okay, ich bin für einige, ich bin für einige Zeit unter seinem Kommando als erster Maat gesegelt. Was ist ein Maat? Keine Ahnung. Kennst du nicht Matt Damon? Nee, bin zu dumm dafür. Also du weißt doch, ich bin so unprofessionell. Kennst du wirklich nicht Matt Damon? Nee, sag mir echt nichts. Okay. Ein Matt Bier. Okay. Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Du warst Mitglied seiner Crew. Was? Oh, ein aber du weißt, was ein Automat ist. Ja, das weiß ich. Das ist sozusagen der erste Mat, nicht bei einem Schiff, sondern bei einem Auto. Ah, oder kennst du Automaten? Das ist Gemüse, das wehtut. Das man auch Leuten auf die Bühne schmeißt, wenn sie schlecht sind. Au! Und dann sind das Au, Tomaten! Ja, hab ich auch verstanden. Das stimmt. Günther. Als die Genies ihn schließlich besiegt hatten, beanspruchte ich seine Männer und Waffen als die meinen. Du hast seine Sachen nach seinem Tod gestohlen! Manipuliert! Was? Oh Mann, vor allem hier so, du bist eine Piratin, wie kannst du nur? Gute Piraten stehlen doch gar keine Sachen von anderen Leuten. Oh Mann. Ne, das ist einfach eine längst überfällige Manipulation. Diese Feuersteinpistole gehörte mal ihm. Oh, dann solltest du sie ihm, dann solltest du sie wohl zurückbekommen. Denn ich klaue ja nichts von Dieben. Behalte sie. Du wirst die Frau, wenn du an diesem Ort überleben möchtest. Und was macht die Olle? Die kommt nicht mit. Toll. Nö, die bleibt hier und, egal. Weiter. Kommst du nicht mit? Vertrau mir, du willst nicht, dass ich mitkomme. Am besten bleibe ich beim Schiff. Ja, die will nicht mitkommen. Onki Donki. Komm. Aukili Doki. Nachbardidli. Na dann, wie geht's hier? Spinnennetzinsel. Und da sind Untote. Und die brauchen echt lange, bis sie mal tot sind. Feuerturm, Wasserturm, Pflanzen. Boah. Bleiben die auch mal. Ah. Die Untoten gehen eigentlich nie so schnell. Das ist unrealistisch. Oh, denen die Köpfe wegzuhauen, das ist echt. Ab 6 Jahre. Ja, was? Hab ich was gesagt? Was? Nein. Pschu. Tom, nicht Tom. Tut mir leid. Tom. Herr Hase. Kennt jemand Tom Arte? Und Anchovy? Und Fred Mozzarella? Axitomnom, ja. Der Hybrid aus Mark und mir, Axitomnom. Ah, Geister! Weißbrot! Komm ich da durch? Ja, komm ich. Muss ich auch, gut. Bui, bui, bui. Ah, die Musik, die jetzt da ist. Ich glaube, das ist die awesome Musik, die da kommt. Also sie ist nicht schlecht, ja. Ich höre es mir mal an. Kommt man hier irgendwie runter? Ich will da hin. Oh, die Musik ist ganz okay.
Was? Ja, geht so. Ja, ich habe ehrlich gesagt was anderes erwartet. Ja, ich eigentlich auch. Also ich finde auf jeden Fall das Boss-Thema besser. Das habe ich nicht gehört. Das ist echt gut. Wenn das nächste Mal ein Boss kommt, dann... Ja. Ich habe das sogar als Klingelton auf dem Handy. Neues Kirby Game? Hm? Kirby Planet Robot. Oh ja, Kirby Robot Dingens. Ich müsste ja eigentlich... Also ich habe ja das andere Kirby Game schon durchgehen. Was? Echt nicht? Nee. Das ist so ein Spiel, da bist du Kirby und musst... Ja, ich kenn das schon, aber ich weiß nicht, dass es diesen neuen Spiel gibt. Das ist... Ja, ja, Oh, hier ist was zum Speichern. Gleich passiert was Schlimmes. Nee, dieses Robot-Kirby, das ist eigentlich... Also es gibt ja auch Kirby Triple Deluxe. Das habe ich sogar durchgespielt. Ich habe, Ach Gott, ich weiß die Titel gar nicht mehr, aber ich habe fast alle durchgespielt. Ei. Boah. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ah, jetzt will ich auf Skyrim rufen. Ah! Komm schon. Rotty Tops? Verschwinde von hier, du manipuliertes Monster! Manipuliert? Das war knapp, du wärst beinahe zur Mahlzeit dieses Viehs geworden. Was machst du denn hier? Möchtest du die sprechen? Ich lebe hier. Sie also muss ja komm. Das ist ja eine Untote. Ja und? Aber die ist trotzdem ganz normal drauf. Hm. Ah, ich lebe hier. Ja. Du und deine Emmy-Stimme, jedes Mal. Ja und? Alle hier sind Emmy. Hm. Ich habe irgendwie gar keine Idee für eine Stimme für sie. So eine Emmy-Stimme passt sicher nicht zu einem Zombie. Ach, warum nicht? Ich meine, die sind da alle aufreizend gekleidet und... Ja, schon. Jetzt mach hinne! Ich lebe jetzt hier, versuch! Ich setz dich unter Druck auch noch aus. Aber bevor du die Aufnahme startest, darf ich dich nicht unter Druck setzen, ne? Darfst du schon. Oh ja, da kommst du jetzt mal rum. Setz mich nicht unter Druck. Ja, aber ich mach's trotzdem. Okay, dann leb ich halt hier. Ich lebe, ich lebe ja. Hier. Ja, dann mach halt so eine Brains-Stimme. Ich lebe hier. Ja, aber nicht so Brains-mäßig. Bin ich dann auch Emmy? Nein, Sushi. Du bist ein Sushi. Außerdem, die kann sich freuen, die muss eine vernünftige Stimme bekommen. Ich habe gehört, dass diese Insel eine Monsternetzabdeckung hat. Oder ja. Hör auf mit den Netzwitzen! Ach, Moment. Was hat die gehört? Was das da gibt? Eine Netzabdeckung? Ja, genau, Herr Hase. Wir sind jetzt keine Mädchen unter Druck. Ja? Ja. Ja, noch frage ich jetzt, ob ich ein Mädchen bin. Aber egal. Ob ich ein Mädchen bin, ob ich ein Mädchen bin. Sorry. Es. Und hilfst du mir runter oder nicht? Keine Chance. Soweit ich weiß, ist das wieder nur ein Trick, damit du mein Gehirn verspeisen kannst. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Letztes Mal hast du nur die Hälfte. Oh Gott. Ich sollte dich dort verrotten lassen. Oh oh. Welt 3. Ja, ja, komm. Wir werden's ja dann sehen. Ja, aber ich verrotte doch schon. Oh, na gut. Solch ein Plot ist das. Das ist so ein Plot.
Und was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich glaube, du schuldest mir eine Entschuldigung für den Ärger, den du entschuldigt hast.